Recht herzlich willkommen zur 43. Folge von Factorio. Forschung ist angesagt. Wir müssen gucken, dass wir die wieder in Gang kriegen. Uns fehlen die grünen Tränke wohl. Dann müssen wir gucken, dass wir die gerade wieder in Bewegung kriegen. Ich weiß aber gar nicht, wo sie sind. Da nicht. Da sind Solarzellen. Da will er nicht hin. Da Elektroteile. Sind wir, da sind wir. Rote Getränke. Hier oben. Rote Getränke. Zu weit weg. Dingens. Gehen die da? Die gehen tatsächlich da. Die bräuchten aber Roboter und Fließbänder. Die kommen da aber gar nicht vorbei, deswegen gehen die da gar nicht. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Gut, lass erstmal sein. Hier geht gar nichts mehr. Jetzt ist voller Stillstand. Es ist irgendwo zu viel im Kreislauf geworden. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir irgendwo was wegnehmen. Das ist klar, aber ich muss erstmal wissen, wo die Grünen. Da sind die Grünen. Der kann wahrscheinlich gar nicht mehr absetzen. Das war das Problem. Wo setzt er denn ab? Ich glaube da, ne? Nee, da sitzt er gar nicht ab. Ich sehe ihn da hängen. So. Macht er da jetzt was weg? Ich glaube nicht, ne? Ah, der kann trotzdem das Grüne nicht absetzen. Ne. So. Macht das jetzt? Ja. So, dadurch, dass wir jetzt hier was abnehmen, fließt auch wieder was drauf. Okay. Das bewegt sich auf jeden Fall wieder. Wir haben den Stillstand abgemacht, weggemacht. Gucken wir hier rein. Wir sind hier drinne. Solarzellen schon mal keine. Eisenplatten sind da drinne, die wir rausnehmen können. Und so Butz kommt da Kupferdraht rein. Panzerbrechende Munition brauchen wir jetzt auch noch. Das ist die. Was müssten wir denn dafür produzieren? Haben Eisen, Kupfer und Stahlträger, okay. Gucken wir mal gerade hier rein. Solarzellen werden nicht produziert. Da sind die Elektroteile, die aber eigentlich da unten gemacht werden. Dann heißt, wir bräuchten die hier nicht. Geht das denn hier? Okay, da packt's rein. Das ist schon mal was. Was brauchen wir dafür? Ein Stahlträger haben wir genug. Kupferplatten ist zu wenig. Aber daran soll es nicht scheitern. Nimmt der panzerbrechende Munition denn hier raus? Ja. Aber es gibt keinen Platz dafür. So. So, da kann er auf jeden Fall welche einsammeln. Macht aber nicht. Oder ist noch nicht so weit fortgeschritten, geht ja auch, ne? Forschung läuft bis hinten hin, interessant. Gut. Das rennt erstmal. Kommen denn grüne Tränke nach? Hier ist wieder voll, ne? Der kann also nicht absetzen. Der nimmt der Teile raus, aber er kann keine absetzen. Warum nicht? Liegt's daran, dass hier nicht schnell genug läuft oder was?
hier sind noch Verliesbänder drin, die schneller laufen, ne? Ja, dann nehmen wir die mal weg. Und gucken zu, dass wir das hier mal hinkriegen. Ich glaube, da sind noch einige auswechselbar. So, dann kriegen wir hier mehr Speed. Oh. Geht da. Kann er nicht. So. Ist da überall schon schnell, ne? Ja, sieht so aus. Da ist es schon überall geschwindigkeitsmäßig aufgebaut. Und wie man sieht, wird's Band auf jeden Fall leerer, ne? Ah, hier ist aber keine Dingens reingekommen. Der sortiert doch aus, oder? Ja. Stahlträger sehe ich auch keine. Machen wir so. Und die packt er gleich raus, die kommen da auch en masse. Ja, gut. Geht auf jeden Fall. Was macht die Eisenbahn jetzt hier? Da haben wir auch was umbauen müssen, ja, oder? Wir haben ja noch gerade Gleise gerade gesehen, dass wir die haben. Okay, das muss auf jeden Fall weiter runtergebaut werden. Das ist schon mal definitiv auch klar. Inventar. Daneben. Und dann sind die vier auch weg. Schon wieder ein Stück länger geworden, die Trasse. Da sind jetzt 30 Solarpanels drin. Und wir brauchen 50, also noch 20. Gut. Was macht denn unser Zug? Der steht noch hier. Ist aber wohl leer. Warte mal, wir steigen mal ein. Und können wir jetzt einfahren? Wir sind doch drinnen, ne? Wir haben doch den schon gefahren. Ja? Zug anhalten, Zug starten. Zur Station springen geht nicht. Warum will der jetzt nicht Zug zeigen? Weil wir keinen Sprit haben, alles klar. Aber das Holz ist zu schade, da reinzuschmeißen. Das bedeutet aussteigen und Kohle besorgen. Die ist aber nicht so schwierig, weil die gerade hier so rumliegt. Ja. Packen wir gerade ein. Kommt ja gerade alles so schön hier hin, ne? Zug. Hey, stopp. Nicht.
Haben wir den jetzt leer gemacht? Ja, er hat den leer gemacht, deswegen geht's nicht. Gut, müssen wir uns noch was einfallen lassen, dass die das nicht auspacken. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rum und bauen das hier mal alles schön ab, ne? Deswegen fuhr unser Zug dann auch nicht so wirklich, oder? Rotieren. Wie? Strom fehlt da. Ach so, das ist kein Erzförderer. Da ist der Strom. Dann dahin. Der ist aber leer. Gut. Dann kann da keiner mehr was wegnehmen. Was ist das für ein Ding hier? Irgendwas mit Zugsignal wahrscheinlich, ne? Das könnte sein. Also da unten ist er schon. So. Die sitzen da. Kisten haben wir noch zwei, die setzen wir da auch hin. Gut. Dann müssen wir jetzt nochmal Kohle nehmen. Alles aufsammeln, reinmachen und dann können wir fahren. Passt. So, fährt er denn jetzt von alleine da rein? Sagt das Ziel nicht erreichbar. Da sagt er nicht Ziel nicht erreichbar. Oder wahrscheinlich hier vor Ort ist, ne? So, ich habe Sprit drin, aber es geht nicht voran. Hallo? Zug, fahr doch! Mark Jacek ist nicht erreichbar. Ach, ich muss rückwärts fahren, alles klar. Das wusste ich nicht. Gut, dann fahren wir da mal hin. Und dann müssen wir wieder laden, ne? Müssen wir gleich nur bremsen, passend. Sobald die Geschütztürme da zu sehen sind, müssen wir anhalten. So, und dann geht's voran. Jetzt packt er den voll. Ja, ich denke, wir steigen aus und gehen zu Fuß weiter erstmal. Ach so, schön wäre es gewesen, wenn wir jetzt hier ein paar Schienen bauen könnten, ne? Oh, geht sogar. Ach so, die Station ist ja hier, ne? Die Station ist ja hier. Station ist nicht erreichbar, stand da. Holy Mark, will ich den Namen ändern. Mark Jacek, das ist hier oben, ist wahrscheinlich ein Entwickler. Und ich weiß nicht, wofür das ist, aber ist jetzt erstmal egal. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer auf jeden Fall. Packen da erstmal ein. Das geht natürlich interessanterweise schneller, wie die beiden das können. Ich weiß nicht, ob wir noch Dingens haben, wie heißt es? Ne, Roboter haben wir nicht. Aber wenn wir den da nehmen, wo ist er jetzt?
Da. Vielleicht können wir den da noch hinstellen und der lädt noch ab. Nee, macht er nicht. Aber nicht schlimm, weil wir da noch ein Band hinsetzen können. So, jetzt geht da einer mehr. Und den drehen wir so rum, dann kann man da auch noch was hinbauen. So, jetzt brauchen wir noch einen von denen. Den können wir hier produzieren. Dann haben wir den. Ach so, den müssen wir da auch anpacken. Und dann geht der Zug auch schneller voll, ne? Oh, guck mal, wie sie flitzen. Okay. Ja. Läuft. Im Zug kriegen wir hin. Muss nur dran denken, dass wir rückwärts fahren, wenn wir wieder hochfahren. Und soweit, so gut, würde ich sagen. Dann warten wir ab, bis der voll ist, fahren dann wieder runter. Ja, und das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.